Moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 auf der nordfriesischen Marshmap 3.1 ohne Gräben. Wir haben gerade die Kartoffelernte hier erfolgreich abgeschlossen. Jetzt fahre ich den Terrados eben zum Hof und mache das Kartoffel. Schneidwerk, wie man auch immer das nennen möchte, ab und kaufe dann noch ein Zuckerrübenschneidwerk, um dann gleich auch weiter oben noch die anderen beiden Zuckerrübenfelder mit abzuernten. So, hier müsste doch eigentlich schon irgendwo ein Schneidwerk liegen. Jawohl. Beiden Kartoffelschneidwerke. Jetzt kaufen wir uns noch ein Zuckerrübenschneidwerk beim Händler. Dann fahren wir den Klaas eben leer machen. Und dann gucken wir mal. Da müssen wir noch irgendwann mal einen Kurs fahren. Ah, Mist. Mit der Kartoffelverarbeitung ist ja auch nicht so einfach, ne? Irgendwie so war das doch, oder? So, was steht da? Da steht noch ein Grubber, den wir uns mal gekauft haben. Ha, hätten wir mal gewartet. Jetzt haben wir das Horsch-Paket. Aber egal. Wo war das? Das war hier oben, ne? Holmer. Einmal Park. Karotten, Onion, Potatoes, Zuckerrüben. Ist ja auch in Breiter, ne? Hier in 5,50 Meter. Und hier irgendwie bei der Rübenernte ist nur die Frage, passt. Passt der da dran? Den HR9? Gibt hier den HR12? 1,50 Meter breiter. Ach, nee, ich hole mir. Nicht groß mischen, ich hole mir hier den. Zuckerrüben. Zack. Auswählen. Kaufen. Ja, selbstverständlich. Geld ist ja da zum Glück. Zurück. So. Da steht er. So. Ja, soweit so gut. Ja, er ist schon wieder voll. Der andere kommt nicht. Der andere fährt sich jetzt gleich wieder gegen den Pfeiler, gegen den Laternenpfahl. Mann, ich habe viel zu viele Fahrzeuge. Sag ich ja, er fährt sich jetzt hier gegen den Laternenpfahl. Das kann ich jetzt schon sagen, Abfahrer entlassen. Boah, das würde mich ja, glaube ich, am meisten aufregen, wenn ich tatsächlich auf die Vierfach-Map wechsle. Die ganzen Cosplay-Kurse alle neu einfahren. Weil ich sag mal, die Vierfach-Map im Singleplayer ohne Cosplay, das ist man ja komplett verloren. Geht ja gar nicht, sozusagen.
jetzt mal leer. Na, fährst du wieder gegen den Baum? Bist du so gut? Fährt er nicht gegen, warum das denn nicht? Nichts kann man sich hier mehr verlassen. Unglaublich. Komm, mach hinne, wir essen zeitig. So. Das war's mit Kartoffeln. Was wir gleich machen, bevor wir die da hochfahren, schicken wir schon mal unsere Saatmaschine los. Die kann ja schon mal rödeln. Da brauchen wir ja nicht drauf zu warten, oder? So, Follow Me Mod. Sehr schön. Okay, das läuft auch. Das läuft auch. Mal gucken, da ist er. Mal schauen, was ich denn angesät habe. Okay, da habe ich Weizen. Da habe ich Raps. Mache ich denn auf Feld 2? Mache ich da auch Raps? Feld 2 mache ich Raps, Feld 4 und Feld 6 mache ich, wenn es abgeerntet ist, Weizen. Feld 7 und über dem Feld 7 mache ich ja Zuckerrüben oder so. Komm, ich mache auf jeden Fall hier jetzt Raps hin. So, das ist jetzt egal. So. Und jetzt wollen wir mal cosplayen. So. Er soll sehen, das ist richtig. Feld 2. Startposition. Aktuelle Fahrzeugposition. Er soll. Oh, kann ruhig hier Vorgewende machen. Vorgewende Ecken. Oder mal scharf machen. Generieren. Gut aus. Abfahrer einstellen. Absada. Sehr schön. So, ich will jetzt nochmal eben die erste Vorgewende-Ecke gleich mal eben sehen, weil ich mir ja gesagt habe, er soll die scharf machen. Kann natürlich sein, dass das unklug war mit so einer weiten, so einer langen Sämaschine, weil er dann wahrscheinlich einmal komplett vom Feld runterfährt und eventuell gegen den Baum, der dort ist. Weiß ich noch nicht, da muss ich gleich mal gucken.
ich sagte, das könnte ein Problem sein. Geht hier gerade noch mal gut. Mal gucken, was die Einstellungen hier so sagen. Wendemanöver. Wende auf dem Feld aktiviert. Gut, ist jetzt nicht der schnellste. Aber das soll mir jetzt mal egal sein. Ich weiß nicht, was er jetzt hier vorhat. Ich glaube, das geht jetzt hier in eine ewig dauernde Kreisfahrt über. Was sehr schade ist. Warten wir ab. Alter, jetzt musst du umreißen. Ja, mach da. Naja, ich sehe es ja nicht. Ich bin ja. Bin ja woanders. Feldern. Kommt der andere hinterher? Jo, er kommt hinterher. Sehr schön. Boah, ist der dreckig. So, unbedingt mal was machen. Fangen wir mal da hinten mit dem großen Feld an. Na, der Klaas Axion, der die Zuckerrüben abfährt da oben, der fährt auch gleich erstmal wieder schön gegen das Schild. Können wir schon drauf warten. Osten an. Und dann. Ja. Klaas hat durchdrehende Reifen. Das wissen wir ja inzwischen, dass er das ab und zu mal hat. Steigen wir mal aus. Entschuldigung. Bin ich doch tatsächlich ins Headset gekommen. Das kann mal passieren. Den hier eben auf Kurs bringen. So. Erntemaschine ausklappen, wie war das noch? So, das ist Feld 6. Habe ich dafür schon einen Kurs? Nee. Nee. Okay. Also, Feld 6. Feld 6. Startposition Nordosten.
Richtung Süden. Vorgewände, mit Vorgewänden klappte das ja mal ganz gut, ne? 6. Ja, letztens hatte ich doch noch eine Version, wo ich auch mehr, aber egal. Ja, hier kann ich Vorgewände nicht scharf oder nicht scharf einstellen. Das ist ja auch interessant. Ja, egal. Rechnen wir mal. Ich wollte es speichern. Und dann stellen wir mal den Abfahrer ein. Ja, das läuft ja erstmal. Der hat jetzt zwar noch keinen Abfahrer hier, aber den kriegt er gleich. Erstmal kümmern wir uns um ihn hier. Dass er hier leer wird. So, das brauchen wir nicht. Ey, wenn man so selten spielt, wie ich im Moment, ist das total schwierig, sich die einfachsten Sachen zu merken. Boah, das können wir auch alles gleich noch hin. Ja, eigentlich sind wir schon durch für heute, für Samstag. Ist damit gleich auch belassen. Ich will nur noch gleich eben den Abfahrerkurs hier stellen. Selber mal eben gucken, wie ich da am besten fahre. Ich habe ja keine Fruchtzerstörung an. Ich soll mir einen Punkt aussuchen, den man von überall vom Feld gut erreichen kann. So, fahren wir mal eine Kursaufzeichnung an vom Abfahren. Fruchtzerstörung, tralala, hopsasa. Ist richtig, habt ihr recht. Hab ich jetzt aber keinen Bock drauf. So. Gucken, ob der dann hier vernünftig um die Kurve kommt, ohne hier immer an diese dämliche Lampe zu schlagen. Oder sonst irgendwo. Eigentlich sollte er das ja alleine erkennen, denke ich. Aber dem anderen tut das auch nicht. Mal gucken, habe ich da was falsch gemacht? Hätte ich da einen Abladepunkt setzen müssen? Bei der Brauerei funktioniert es beim Silo so. Und beim Hofsilo auch. Da brauchte ich keinen Abladepunkt setzen. Warum müsste ich denn dann hier einsetzen? Habt ihr da eine Erklärung für? Wenn ja, mal her damit. Würde mich interessieren, ganz ehrlich. Und wieder ab aufs Feld, und zwar so, dass er überall hin kann. Feld.
6. Zuckerfahr. Ah, okay, nee, manuell zuweisen. Der da ist das. Gucken wir mal. Vielleicht müsste er losfahren. Ich glaube, bei 80% habe ich eingestellt. Bald auch bei 75 schon. Also bei der ersten Runde könnte es noch eng werden. Aber ab dann dürfte es eigentlich keine Probleme mehr geben. Das ist doch schön. Unten wird gesät. Hier wird geerntet. Alles gut. Ja, das ist richtig, dass er das macht. Die ersten paar Meter haben wir ja von Hand geerntet. Also manuell, ohne Crossplay. So, in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch und fürs Einschalten. Würde mich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar hinterlasst oder ein Like. Oder wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet, freut mich das umso mehr. Vielleicht abonniert ihr mich. Und dann sage ich mal, ciao.